Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Just Cause 3. Wir müssen immer noch versuchen, hier den Alarm Dinger abzuschalten. Ich versuche das doch mal. Moment. Nein! Hallo? Oh Mann! Ah, verdammt! Ich muss versuchen, hier die ganzen Dinger zu schalten. Ah. Ich muss gerade versuchen, wo ich die ganzen Dinger finde. Achso, da. Da. Nein. Verdammt. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Verdammt. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Na komm. Oh, ich will die Alarmstufe zurücksetzen. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wieder her. Habe ich das denn schon gemacht? Ah, nein, noch nicht. Das fehlt noch. Erstellen. Mist. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Ich versuche mich zu verstecken. Na komm. Schnell verstecken. Und es wird dunkel. Im wunderschönen entspannen. Na komm. Ich muss entkommen. Jawohl. Er ist entkommen, Jungs. Weitermachen. So. Ah, ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Jawohl! Geschafft! So, jetzt muss ich die Flagge hissen, ne? Da geht's nicht, also da, aber von da lang. So. Da müssen wir die Flagge hissen. Wie macht er das? Er verbringt mehr Zeit in der Luft als am Boden. It's Showtime. Ja. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Jawohl. Geschafft. Tunneltour. Neue Herausforderung freigeschaltet. 3 von 6 Ansiedlungen befreit. Die Ravelo verliert die Kontrolle über die Provinz. Jawohl. Diese Stadt gehört jetzt wieder dem Volk. Ja, juhu. Gut, dann gehen wir mal nach oben. So, nächster Wegpunkt. Das mal. Was ist das? Tunneltour. Ach so, nee, das möchte ich nicht machen. Das möchte ich nicht. Das will ich nicht. So. Jetzt gucken. Wo ist denn diese hier Provinz? Moment mal. Das muss ich, das. Das. Ja. Ich sagen, wir holen uns mal einen wunderschönen Schlitten.
Die Rebellion hat das bezaubernde Küstenstädtchen Colle Salrosa befreit, Freunde. Schluss mit Lautsprechern, Propagandavans und scheußlichen Statuen. Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Ja, ich wollte eigentlich was anderes machen. So. Doch, ein schönes Auto. Da. Alles für die Revolution. Ja, für meine Revolution. Ah, komm schon. Ah, schlittiger Sportwagen. Moment. Perfekter Parkplatz. Moment. Behalten Sie's. Danke sehr. Wäre doch nicht nötig gewesen. Moment. Ich will immer M drücken für Karte. Aber ich muss in die nächste Provinz. So, wo ist das? Hallo? Dann fahren wir mal dorthin. Ja. Zurück. Jawohl. Da lang. So, da lang. Oh, ist das ein bisschen schwer zu steuern mit dem Auto. Ah. So. Rein. Medici. Alter, das Auto ist da schön sportlich, aber eine Katastrophe. Weg da. Es macht Spaß, muss ich sagen. Ah. Fast da. Bahia. Die Anlage wurde in 8 Wochen von Sträflingen gebaut, aber der Strom kommt nicht dem Volk zugute. Geh da rein und spreng alles in die Luft. In der Regel sind Militäranlagen rot markiert, also konzentrier dich auf sie. Ach, keine Ahnung. Jag die Transformatoren hoch, streu Sand ins Getriebe der Stromversorgung der Armee. Okay, gehen wir. Hey, so, da oben wollte ich hin. Jawohl. Das ist die zentrale elektrische Einheit. Das Ding ist kuppelsicher, aber garantiert nicht explosionsfest. Schön. Moment, dafür nehmen wir was anderes. So. Jawohl. Oh, nicht in Flammen aufgehen, hübscher. Alter, hast du schön Bumm gemacht. Bam. So. Ich
kann treffen, ich kann treffen, ich kann treffen. Kopf hoch. So. Satellitenschüssel. Rico, zerstör die Satellitenschüssel. Gemacht. Na komm. Jawohl. Was gibt's denn noch hier? Zu zerstören. Hä? Hier ist irgendwas. Man kann mal gucken. Das nehme ich mal, wenn du nichts dagegen hast. Ach ja, wir müssen auch zum Tor. Erstmal aufmachen. Erstmal die Rebellen reinlassen. So, Rebellen, kommt! Au! Jawohl! Moment! Die Turbine ist mit Sprengtüren gesichert. Da muss irgendwo ein Schalter sein. Das ist ein getarntes Clown-Auto. Ah. Jawohl, alles weggesprengt. Und tschüss. Ah. Oh. Schnell, schnell, schnell. So. So. Machen. Was muss ich noch machen? Noch Treibstofftanks zerstören.
Wow. Mach es mal hier oben. Dann kann ich nämlich... Er hatte keine Chance. Ihr habt alle keine Chance. Na komm. Jawohl. Wow. Nein, nein, nein. Jawohl. Erstmal alles hier zusammengelegt, ey. Super. Aber mir fehlt noch irgendwas, glaube ich. Treibstoffdepots. Die sind zerstört. Hier ist noch irgendwo Treibstoff, glaube ich. Moment. Treibstofftanks sind ja noch. Die sind zerstört. 8, 4. Moment, wir müssen noch irgendwo Treibstoffdepot sein. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich mal hacken. Der nächste, bitte. Jawohl. Was haben wir denn da? Er schießt auf mich. Was ist das? Mann, jetzt haben. Halbschiff ist kein. Oh. Treibstofftanks, wo seid ihr? Da seid ihr. Na komm. Frag dich. Jawohl. Autsch. Oh, tut mir leid, Bruder. Jawohl, dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet und wird in deiner Rebellenabwurfliste angezeigt. Oh, wir haben den Hubschrauber. Leuchtturmexplosion, neue Herausforderung freigeschaltet. Höhlentour. Salosabend. Helikopterwahnsinn. Jawohl. Leute, löscht das Feuer. Sofort. Ich hoffe, sie löschen das Feuer. Vielleicht später.
Achso, wir haben jetzt einen Rebellenabwurf. Das heißt, wir haben jetzt einen Hubschrauber, ne? Jawohl, die Basis gehört uns. Das ist so geil. Das Spiel macht richtig viel Spaß, muss ich ja schon sagen. Aber wo kann ich jetzt meinen Helikopter abwerfen? Ich glaube... Warte mal. Mods. Ah, okay. wie kann ich denn... mir das abwerfen lassen? Seid gegrüßt! Im Rahmen der öffentlichen Bauarbeiten durch unseren geliebten General Di Ravello wurde Vis Electra entfernt, damit unsere Energiepolitik grüner werden kann. Das sind nun kontrollierte Routinesprengungen, also keine Sorge. Das gilt auch für den Umstand, dass ein Bewaffneter gerade mein Handy konfisziert hat. Viva Medici! Das Radio klingt ja wie bei die Tribute von Panem, würde ich sagen. Ja, aber wo kann ich jetzt wo kann ich ihn jetzt eigentlich, Moment, wie geht das? Wie kann ich... Ich dachte, ich könnte hier irgendwie... Warte mal, Garagenpläne, Sammelobjekte, Befreiung... Mats, Granaten, Zielsuchen, Zahnräder zu verdienen. Ah. Luftfahrzeug Mods. Weiß nicht, wie das geht. Finde ich sehr, sehr schade, wie das funktioniert. Muss ich, glaube ich, nochmal in das Let's Play reinschauen. So, wer nimmt mich mit? Oh! Hallo, du kannst... Oh, die hat mich umgefahren. Hallo? Das Auto nehme ich mir jetzt. Hey, was machen Sie da oben? Wonach sieht es denn wohl aus? Alles für die Revolution. Ja. Ja, bist du auch wieder ein Renault. So, Moment. Ich schau mal eben. Das Gebiet ist befreit. Das gehört auch uns. Dann würde ich sagen, wir fahren mal nach Monea. So, ja, ne, oder? Ja, wir fahren nach Monea. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.